Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Restless in Paris. Im letzten Part sind wir hier angekommen und können jetzt mal hier rüberhangeln durch das Gitter. Ich meine, zu dem Gitter. Und mir ist gerade was sehr Gruseliges und gleichzeitig Lustiges passiert, weil, naja, so gruselig war es jetzt eigentlich gar nicht. Fakt ist auf jeden Fall, der Freund meiner Mutter kam nach Hause und die haben dann erstmal hier wieder nebenan im Zimmer Uno gespielt und deswegen hatte ich eine kurze Aufnahmepause auch gemacht, weil die sehr laut dabei teilweise sein können, wegen Lachen und sowas. Auf jeden Fall bin ich dann mal kurz rüber, hab denen so ein bisschen Gesellschaft geleistet und dann auf einmal schreit meine Mutter ganz laut auf und guckt mich dabei ganz schockiert an. Ich guck sie schockiert an. Ja, was denn? Was los? Was los? Und dann so, und dann, ach, das ist von deinem Headset da. Ich dachte, du hättest da jetzt irgendwie eine Spinne auf deinem T-Shirt. Und ich so, nee, wo? Und dann so, ja, hier, guck mal, ne, was das für ein großes schwarzes Ding ist. Und wir kriegen beide so den Schock unseres Lebens. Erstmal müssen dann einfach nur darüber lachen. Ach nee, das war schon was für sich. Ah ja, okay, jetzt bin ich hier, interessant. Ein Schalter, das ist schön. Ist hier sonst noch was? Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr ein Headset benutzt oder allgemein auch irgendwie so ein Kopfhörer, dass sich halt dieses Gummi bei den Ohrmuscheln relativ schnell mal ablösen kann. Also, was heißt relativ schnell, aber mit der Zeit auf jeden Fall. Und ja, dann hat man das halt so auf der Kleidung oder so, ne? Das ist interessant, dass ich jetzt schon in der Garage bin, weil die CD bin ich immer noch nicht losgeworden hingegen und Schlüssel habe ich auch nicht gefunden. Warum steht in der Garage hier eigentlich ein Ofen, wenn hier aber alles frei ist? Das macht absolut keinen Sinn. Damit kann ich garantiert das Tor aufmachen. Denke ich, hoffe ich. Ja. Ja, sehr schön. Aber, ach, da fällt mir ein, ich habe die Autoschlüssel ja noch gar nicht. Oder kann ich einfach so irgendwie, weiß ich ja nicht. Oder kann ich das Auto irgendwie hervorziehen oder so, dass du da die Wagenschlüssel hast? Nee. Das ist ja jetzt doof. Oder kann ich einfach so mit dem Auto fahren? Das glaube ich irgendwie nicht. Das wäre ja zu einfach. Schön, dass ich hier bin. Doof, nur dass es mir nichts bringt. Hier noch irgendwie jetzt was? Nee, es ist auch nichts Neues passiert oder so. Warum? Oder kann ich jetzt wirklich so damit fahren? Es wäre so schön. Nein, ich habe keine Autoschlüssel. Ach, Kacke. Das will doch keiner. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich genauso weit quasi wie vorher. Nice. Das ist jetzt echt scheiße. Kann ich hier sonst irgendwas noch verschieben oder so? Das glaube ich eigentlich nicht. Verdammte Axt. Ich muss doch irgendwas machen können. Ich meine, nochmal gucken. Ist hier wirklich auch sonst nichts? So ganz doll gar nichts. Nee. Hier ist einmal nichts zum Mitnehmen, bitte. Danke. Ja. Wenn der Ofen hier wenigstens an wäre, dass ich mir hier Feuer holen kann. Obwohl, ich weiß nicht mal, wofür ich Feuer brauche. Oder muss ich eher mir Feuer holen, um hier den Ofen anzuzünden? Oder hier diese Ventile, Ventildinger halt. Ne, ich weiß es ja nicht. Ach, ist das mies. Kann ich nicht mit der CD einfach Auto fahren? Ich weiß es ja nicht. Ja, doof, ne? Muss ich jetzt dann nochmal den gleichen Weg gehen, den ich eben gegangen bin, um irgendwie auf die andere Seite vielleicht wirklich zu kommen oder so? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es war ja hier diese Seite auf jeden Fall. Wie bin ich da überhaupt hingekommen? Scheiße. Sonst muss ich vielleicht echt mal irgendwie im Walkthrough oder so nachgucken, weil ich bin jetzt wirklich ratlos. Aber, hey, genau, ich hatte ja noch diese eine Idee gehabt. Warte, wo war das? Genau, das war nämlich dann doch sogar hier noch. Sonst kann ich ja wirklich nochmal auch tauchen und dann wieder aufs Dach, sonst zur Not. Aber ich hatte doch die Idee, von hier oben dahin zu springen, wo man mit dem Auto dann hinterhin kann. Klappt wahrscheinlich eh nicht. Aber ich kann hier auf jeden Fall zumindest zwischendurch, aber nee, das ist viel zu weit. Das sehe ich auch so schon, dass das nichts wird. Mist. Ungelogen, wo soll ich denn dann hin? Ich meine, klar, ich kann hier nochmal tauchen und dann versuchen auf die andere Dachseite, aber sah ja irgendwie auch unmachbar aus. Aber andererseits habe ich keinen Plan, wo ich hin soll.
ja nicht mal, wo ich diese scheiß CD einsetzen muss, ungelogen. Weißt du, da hat man schon so einen wichtigen Schlüsselgegenstand, findet alles mögliche andere, aber nicht das, wo es weitergeht. Oder kann ich hier noch irgendwie was machen, obwohl wahrscheinlich nicht. Nee, hier war ja wirklich nur das. Was? Ja, nee, doch, hier war nur das Ventil, deswegen, das bringt mir überhaupt nichts. Das kann ich ja nicht mehr in diesem Zustand betätigen. Muss ja auch nicht sein. Es gab so viele Türen so an sich, ne? Die man auch vielleicht hätte öffnen können oder sonst irgendwas, aber nein. Und das hier sieht halt auch so verdächtig aus, als ob hier noch irgendwas wäre in diesem kreisrunden Gang. Oder kann ich hier die CD vielleicht irgendwie noch einsetzen jetzt oder so? Warum ist das hier so komisch? Warum sieht es aus, als könnte ich hier was verschieben? Aber ich kann das hier nicht verschieben. Nicht von dieser Seite und garantiert auch nicht von der anderen Seite. Nee. Nur meine Duftkerze hier unterm Schreibtisch duftet mir gerade wieder entgegen. Warum steht eine Duftkerze unterm Schreibtisch? Weil sie da steht aus platztechnischen Gründen. Ich habe sonst nirgendwo einen Platz dafür. Das ist immer so angenehm, wenn ich dann hier so am Aufnehmen bin, steigt zwischendurch so ein Duftwölkchen nach oben und das ist einfach angenehm. Ursprünglich wollte ich diese Duftkerze ja mal meinem Vater irgendwie zu Weihnachten schenken und dachte dann irgendwie so, nee, die duftet so geil, die will ich selber behalten. Weil mein Vater steht ja voll auf solche Duftkerzen und so. Und hier ist ja auch noch dieses komische grüne Tor, was auch immer noch zu ist. Das gibt's doch nicht. Weißt du, wenn ich wenigstens drüber hopsen könnte, ne? Aber das kann ich nicht. Mach... was? Okay. Aber es bringt mir nichts. Ist komisch, aber das ist auch alles. Lol. Was ist denn sonst auch nichts? Es ist so mies. Es ist so mies. Aber so nah sind die Dächer sich jetzt auch nicht. Aber es ist das Einzige, was mir gerade noch einfällt. Ach, es ist zum Heulen. Aber ich habe noch gute Laune und das Gute ist ja, es gibt ja Lösungen. So ist es ja nicht. Also zur Not muss ich sonst nachlesen. Aber Walkthroughs gibt es garantiert auf YouTube auch. Von Tomb Evil oder sowas, ne? Die spielt ja auch sehr viele Tomb Raider Custom Levels immer. Wo ich auch schon als Lösung reingeguckt hatte bei Silent Hill damals, also Tomb Raider Silent Hill. Aber da hinten ungelogen, da muss ich auf jeden Fall ja auch noch hinkommen und ich weiß jetzt an sich so nicht wie. Da müsste ich sonst wirklich von hier aus vielleicht dahin. Ah, fast! Fast! Aber es ist ein Ticken zu weit. Schade. Wenn hier so eine kleine Ecke noch irgendwie wäre, die weiter nach vorne gehen würde. Oder da, ne? Das wäre geil, aber das haben wir hier leider nicht zur Verfügung. Schade. Oder war ich da hinten doch schon? Aber da hinten sieht es so aus, als ob da noch eine Tür wäre oder so. Nee, ist nur eine Wand tatsächlich. Nur eine Wand. Aber da ist doch... Nee, ist gar nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Loch im Boden oder so, aber... Nö. Ha. Ich meine, es ist ja schön, dass ich das Fernglas habe, um mich hier so ein bisschen umzugucken. Vielleicht ist da hinten auf dem Dach auch gar nichts, aber... Ich weiß es nicht. Oder liegt da vielleicht ein Schlüssel? Das könnte ich mir sonst auch noch vorstellen. Disco! Nee, aber ich sehe da echt an sich so gar nichts. Schade. Ich meine, das ist eigentlich vielleicht auch gut so, ne? Aber schade. Nee. Das hat schon alles irgendwie so seine Richtigkeit. Leider. Wo könnte ich denn sonst noch lang und gelogen? Weil ich war jetzt hier so, dann komme ich da hinten raus und kann da wieder auf den Rasen und mir ein glückliches Leben machen. Aber so an sich kann ich nur eins sagen, nämlich... Hä? Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal diesen Weg hier gehen muss, oder? Da waren wir ja schließlich gerade, deswegen, das bringt überhaupt nichts. Ich kann mich jetzt hier eigentlich direkt runterlassen und, ja, mir irgendwie was anderes suchen. Wenn ich nur wüsste, wonach ich überhaupt suchen soll. Ich meine, ja, okay, nach Schlüsseln und wo ich die CD ja noch auch einbringen kann. Weil wirklich, wo ist hier irgendwas für eine CD gewesen? Ich habe nichts in dieser Hinsicht gesehen, im ganzen Level nicht, tatsächlich nicht. Wo kann ich meine blöde CD denn loswerden? Weil es kann ja auch sein, dass ich erstmal mit dem Auto fahren muss.
Und dann da irgendwie, irgendwo, irgendwann, da dann irgendwie die CD dann erst brauchen werde. Aber ich brauche ja noch die Autoschlüssel. Wo sind die miesen Autoschlüssel, Mann? Das kann doch alles irgendwie nicht wahr sein. Ah. Sowas ist mies. Klar gehört zu einem Let's Play dazu, manchmal so ein bisschen hier rumzurätseln, weil man das Spiel nicht in- und auswendig kennt, aber es ist doch auch einfach nur Kacke gerade. Weil hier kann ich ja auch wirklich so rein gar nichts machen und nirgendwo ist was für eine CD. Kann ich nicht sonst verschieben? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier denn nichts machen? Das hier sieht irgendwie voll out of place aus. Obwohl, nee, doch nicht, gehört zu dem großen Gitter hier. Wenigstens habe ich schöne Angel of Darkness Musik dabei, das tröstet mich ein bisschen. Horror. Horror? Horror. Ich meine, da oben war ja auch wirklich nur das Secret-Gedöns. Wobei da ja auch noch diese Nische war, wo man rein theoretisch ja hin könnte, vielleicht, eventuell. Aber da weiß ich auch nicht wie. Ich meine, da war ja nur der Typ. Vielleicht war es auch wirklich nur da, damit der Typ da stehen und auf mich schießen konnte. Würde ich dem Spiel sonst auch zutrauen. Ist zwar irgendwie ein bisschen doof, aber why not? Kann man ja mal machen. So rein theoretisch jetzt mal, ne? Aber ich fürchte wirklich, das wird nur ein Rumsuche-Part und dass ich dann im nächsten Part erst irgendwie dann die Lösung habe. Ich kann mich auch irren. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre, aber ich kann leider nichts versprechen. Wer will denn meine CD? Oder wer hat einen Schlüssel für mich? Egal ob Autoschlüssel oder andere Schlüssel oder auch noch einen Schalter für mich. Ich nehme gerade alles. Aber gebt mir was. Spiel, gib mir was. Gib mir was. Irgendwas. Das bleibt. Ach, es ist doch wirklich meh. Ja, es ist meh. Habe ich jetzt gerade so beschlossen, dass es meh ist. Was ist meh? Meh ist nicht gut auf jeden Fall. Ich habe heute mal meiner Mutter diese YouTube-Version vorgesungen, die ich selber geschrieben habe, zu dem Lied von Adele Tawil, Lieder. Das fand sie auf jeden Fall tatsächlich sehr gut. Sie meinte erstmal so, ja nee, ich mag Adele Tawil nicht mehr. Ich habe so Sachen über sein Privatleben gehört, die mir nicht gefallen haben. Und ich habe dann so gesagt, ja okay, aber das ist ja so jetzt mein Werk quasi, nur umgedichtet quasi. Und so, ja okay, wie lange geht das? Wie hast du das aufgenommen? Und ich habe so gesagt, ich habe das nicht aufgenommen, das muss ich noch aufnehmen. Das singe ich jetzt hier live dann für dich und fand sie auf jeden Fall tatsächlich sehr gut. Was mich sehr gefreut hat, weil meine Mutter ist ja ein sehr kritischer Mensch. Auch bei meinen Büchern sagt sie ganz oft, wenn ich ihr da was vorlese von meinen Geschichten, nee, das kannst du so nicht schreiben, das musst du anders machen und sowas. Und ich wusste jetzt gar nicht, was da gemeint ist, deswegen, nee, schreib das mal um, wo ich manchmal auch denke, nö. Also manche Tipps nehme ich von ihr auch natürlich mir zu Herzen, aber andere, da denke ich mir dann einfach nur, nö, da kann man definitiv drauf kommen, was ich da jetzt gemeint habe, deswegen, naja. Aber es ist ja auf jeden Fall gut, wenn gerade ausgerechnet meine Mutter so ein extrem kritischer Mensch ist und mich da auch kritisiert, dass ich da dann irgendwie natürlich dann mehr Ideen habe und Verbesserungsvorschläge nochmal. Das ist dann sehr nützlich, weil viele sagen ja so, gerade wenn man was schreibt, ja nee, da sollte man das die Familie vielleicht zuerst lesen lassen. Ja okay, als allerersten Eindruck, aber Familie und Freunde sind ja immer so zurückhaltend und meinen es dann nur gut mit einem und deswegen loben sie dich, auch wenn es nicht gut ist. Bei mir ist es anders. Bei mir haben eher fremde Menschen gesagt, dass ich halt sogar besser bin als Stephen King angeblich, weil ich direkt zur Sache komme und keine langatmigen Einführungsphasen habe oder sowas, sondern komme direkt zur Sache und halte die Spannung. Ist auch schön, sowas zu hören, aber naja. Die Fackel habe ich ja auch noch. Was muss ich mit der Fackel machen? Hilfe! Ich habe so viele Sachen, mit denen ich was machen kann und gleichzeitig habe ich gefühlt nichts. Das ist doch mies, oder? Ha, ich habe eine Idee. Warte mal. Ich hatte bei dem einen Briefkasten das ja ausprobiert, aber hier habe ich es nicht ausprobiert. Kann ich noch was hier rausholen? Das wäre es ja jetzt. Nee, kann ich leider nicht. Und zerschießen auch nicht. Schade. Wo muss ich mit der Fackel hin? Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal ganz kurz. Ich habe gerade wirklich eine Idee. Ich habe eine richtige Idee. Tatsächlich. Nicht nur so eine halbe, ich habe eine richtige Idee. Obwohl. Nee, hier bin ich ja falsch. Moment. Moment, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie mir was bringen wird. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe eine Idee. Sekunde. Weil ich könnte doch mit dem Holzknüppel hier hin und dann
Könnte ich doch eventuell, ganz eventuell, könnte ich da, wo dieses Säure-Feuerwasser ist, die Fackel anzünden. Ich weiß, es ist eine verrückte Idee, aber die einzige, die ich gerade habe. Ich weiß zwar nicht, wie gesagt, wo... Lara, was sollte das denn? Das habe ich doch gar nicht gedrückt. Ich weiß zwar nicht, wo ich was anzünden muss, aber wie gesagt, vielleicht diesen Ofen in der Garage. Wenn das es jetzt ist, ne? Also dann mache ich echt Luftsprünge, aber wenn ich die Fackel da alleine schon anzünden kann, wäre das ja auch nice. Wenn ich hier so hochkomme, was ich natürlich nicht weiß. Schade. Mist. Kann ich hier nicht irgendwie so... Nee. Ach komm. Es muss doch irgendwie... Nee, ich kann sie auch im Sprung nicht wegwerfen, sag ich mal. Das ist ja jetzt mies. Es ist doch an sich so einfach, sich da hochzuziehen und jetzt das. Tu mir das doch nicht an. Das ist extra so, dass man die Fackel hier nicht anzünden kann, ey. Ich sag's euch. Aber wenn ich nicht hier meine Fackel anzünden kann, wo dann? Hast du sonst noch irgendeinen Bewandtnisblock? Sprich mit mir, verrat mir deine Geheimnisse, erzähl mir alles. Aber nein. War da hinten noch was, um die Fackel vielleicht anzuzünden? Beziehungsweise für die CD, aber glaube ich nicht, da war doch nichts mehr, ne? Oder? Jetzt bin ich mir selber unsicher. Ich versuche das mal eben noch. Wenn es richtig ist, freue ich mich. Wenn nicht, auch scheißegal. Weil dann gucke ich gleich in die Lösung und dann haben wir das Rätselslösung ja auch. Aber ich würde es natürlich liebend gerne selber erstmal herausfinden. Aber wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Und ich fürchte, es geht tatsächlich nicht. Hier lag ja nichts mehr drin, ne? Nee. Okay. Ist auch so komisch, dass ich hier nicht mit Sprint durchlaufen kann und sowas alles, ne? Kann ich hier jetzt sonst was aufbrechen oder so? Nee, hier war ja auch nichts mit Schießen oder so. Hier ist einfach... Nein, oder? Warte mal. Warte mal. Ach, komm. Ach, ich dachte schon, hier wäre noch eine Deckenluke gewesen. Ich habe mich schon gerade gefreut, was Neues gefunden zu haben. Aber nee, ist nicht so. Ach, scheiße. Scheiße, ich habe mich gerade echt gefreut. Und dachte, oh nein, ich hatte es nur übersehen, bla bla. Aber nee, ist nicht so. Wo soll ich denn nur lang? Wo? Weil hier war ja auch nichts weiter. Oder? Weil hier war ich halt hier gewesen und das war es dann quasi einfach auch direkt wieder. Mir fehlt ein Teil einfach, wo ich die CD reinpacken kann. Und auch... Ja, hier war die Brechstange nur gewesen, genau. Und wo ich auch in dieses Haus komme, mir fehlen normale Schlüssel und überhaupt. Weil, wie gesagt, da... Warte. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Ich könnte mich auch irren. Hui. Aber ich glaube, ich habe gerade was ganz Tolles gesehen. Weil, da oben auf dem Balkon war ich doch nicht und da kann man aber rumhangeln. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe es gerade erst gesehen. Wenn der Part jetzt Überlänge hat, egal. Ich freue mich, wenn ich von alleine weiterkomme. Das ist es ja jetzt mal wert, aber sowas von. Und hier brennt es auch irgendwie, deswegen wahrscheinlich kriege ich Feuer im Haus. Ah, spannend, spannend, spannend. Jetzt will ich es wissen. Vampy will's wissen. Kennt ihr diese komische Kindersendung Willi will's wissen? Ich fand das Intro damals immer schon so bescheuert, dass ich die Sendung lange Zeit gehasst habe und nicht geguckt habe. Weil mir dieses Lied einfach nicht gefallen hat. Ich fand es einfach nur selten dämlich. Aber da habe ich das irgendwann mal geguckt und dachte dann so, boah, das ist ja mega gut eigentlich. Man darf halt wirklich Sachen nicht so schnell verurteilen. So. Jetzt kommt's drauf an. Warte. Wenn hier jetzt ein Schlüssel liegt, ne? Ich mache Luftsprünge vor Freude, ungelogen.
Weil hier, ne? Ich kann ja auf die Balkone. Ich kann hier doch einfach aufs Dach hangeln. Wieso bin ich darauf nicht vorher gekommen? Auf jeden Fall kann ich mich hier weiter umsehen, aber... Hier erstmal so ist ja auch nichts. Nee, hier noch nicht. Ja, dass ich hier nichts zerschießen kann, war mir auch irgendwie klar. Da liegen die Autoschlüssel! Entschuldigung, es war jetzt gerade vielleicht ein bisschen laut. Aber hier liegen sie doch, oder? Ja, hier sind die Autoschlüssel. Oh, dass ich das vorher übersehen habe. Aber hey, ich habe selber herausgefunden. Ich weiß, wie es weitergeht, Leute. Oh, ich bin so selig. Geil. Ich habe die Autoschlüssel. Ich kann es noch 10-mal sagen, ich weiß. Aber ich freue mich einfach so sehr. Speichern. Ja, bitte. Ach, ist das schön. Kann ich hier noch weiterhangeln? Finde ich noch weitere Schlüssel oder so? Ich habe doch gesagt, das Spiel hat einen gesunden Schwierigkeitsgrad. Ne? Nicht zu schwer und nicht zu leicht eigentlich. Hier sind doch auf jeden Fall noch weitere Balkone. Vielleicht kann ich hier dann doch auch irgendwie schon ins Haus oder so. Ich glaube... Ich höre Hunde. Ich glaube zwar nicht so richtig dran, dass ich schon rein kann, aber... Naja. Ja. Alter! Das sind ja diese komischen Tempelhunde, aber dass die hier so als Haustier quasi, sind. Hier kann ich ja echt schon ins Haus auch da vorne. What the fuck? Ich finde es ein bisschen creepy, dass die hier als Haustiere gehalten werden. Möchte ich mal eben so anmerken. Ach, ist das schön. Wieso kann ich hier schon ins Haus? Ich dachte, ich muss das von unten machen. Guck mal, da liegt noch ein Minipack auf dem Balkon. Ha. Aber hier kann ich definitiv mir Zutritt verschaffen. Freut mich. Und Fackeln. Minipack und Fackeln, ist das ein Secret? Wahrscheinlich. Okay. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, der Part ist sehr lang genug. Aber wir wissen, wie es weitergeht. Habe ich bessere Waffen? Nochmal eben nachgucken. Ja, dezent. Aber nee, die mache ich mit den Pistolen dann, weil das ist viel zu wenig Uzi. Ja gut. Im nächsten Part brechen wir in dieses Haus ein und werden die Hundis killen. Und ich bin echt so froh, dass ich jetzt auch die Wagenschlüssel habe. Ne? Das ist so schön. Das ist so toll. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, poperlich. Und dann sage ich mal vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß trotz des vielen Rumsuchens. Wir haben ja wenigstens noch was erreicht. Autoschlüssel gefunden und ein Fenster, wo wir rein können, um noch irgendwas anderes vielleicht auch zu finden. Noch einen Schlüssel oder so. Und deswegen, das ist doch schon mal sehr viel wert. Ja, vielen Dank, wie gesagt, also nochmal fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Vergesst nicht, ein Däumchen nach oben dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Part. Bye, bye.